Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Sims 4. Herzlich willkommen zurück. Jetzt geht die Geburt los, Babysitter bleibt mit Kind zu Hause. Mal gucken. Stark, wa? Es geht ins Krankenhaus. Ja, wer sich an die letzte Folge nicht mehr so gut erinnern kann, sie und ihr Partner fahren jetzt ins Krankenhaus, damit wir dabei sein können, wenn sie ihr Kind bekommt. Das wird ganz schön aufregend und ich glaube auch sehr lustig. Ich habe schon so eine Vorahnung. Ich nicht. Er muss sich beeilen, ins Zimmer mit reinzukommen. Oh, wow, sie platzt gleich. So. Was muss ich machen? Er dreht durch. Gar nichts, geh einfach hinterher. Genau. Okay. Einfach Ich hinfahren. frage mich Guck einfach mal, mal, was hier oder nicht. wie durch den Wind er ist. Ja. Er rennt schon mal überall hin. Wo geht ihr hin? Dachte Ich dachte, die kriegt ein Kind. ich auch. Wo ist er denn? Bist du noch da? Ja, sehr gut. Erstmal Hände waschen. Junge, 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 Junge. Fühl das Baby noch Da hat er mal, wohl bei bevor der du es falschen Frau das singst. Kind Und danach rausgeholt. nimm dir mal ein Glas Wasser. So. Oh, das hat er nicht einmal gemacht. Aber er wusste auch nicht, dass es so schnell geht. Ja, hat den dicken Bauch. Hat sie Da sieht aus, total als ob sie komisch aus. abgeschnitten wäre. Ja, ist es ja auch. Gott, der Bauch sieht aus wie Alf seine Schnauze. Schick sie mal ins Kranken. Oh, jetzt geht's los. Schnell, er muss hinterher. Mach Pause, mach Pause. Er kriegt sonst nicht gebacken, vertrau mir. Wo Er ist die kann noch denn? joggen. Schick ihn mal schon mal zum Ende des Gangs. Die wird Hier. in irgendeins der Zimmer gebracht. Ich würde ihn hier hinschicken. Ach ja, hier hingehen. Ich gehe Er mal auf muss die. aufhören zu trinken, sonst geht er nicht. Ich gehe mal auf die rechte Maustaste, nicht auf die linke. Sonst verpasst er alles. So, er kommt. Ja klar, er kriegt jetzt das Kind, ja? Geh mal ganz dicht dran. So. Oh, der Herzschlag. So kriegt man Kinder heute. Los, lenk sie mal ab. Ja, Geschenk. Also, er hat ja auch schon Geschenk gegeben. Das kommt gerade raus. Oh Gott, das sieht aus. Ja, es brennt durchdreht. Ja, genau, guck weg. Ja, da kann man nicht mehr hinschauen, wenn es rauskommt, wa? Was war das denn? Hat man nicht. Ja. Erstmal den richtigen Nachnamen. Ja, wie heißen die überhaupt? Na, sie heißen, glaube ich, wie ihr Meyers TV. Ach ja, stimmt ja. Und Vorname, wollen wir würfeln, bis uns einer gefällt? Hendrik. Jens, es ist auf jeden Fall ein Junge. Ach, steht ja auch hier. Also, es könnte. Dominik. Nee, nee, nee. Es könnte ja auch ein Alien werden. Also müssten wir irgendeinen Namen nehmen, Julian. der auch für ein Alien geht. Julian. Schwer, Dominik. Nein. Hat nur schlechte Erinnerungen. Da kriegt immer so viel einen auf die Schnauze. Sag mir mal irgendwas, was Mirko. dich an Himmel erinnert. Janik. Hört Irgendwas, sich. was dich an Himmel erinnert? Keine Ahnung, aber Janik hört sich gut an. Oh, ich finde den Namen nicht so gut. Maurice. Oh Gott, Ma nee, Maurice. nee. Das ist Maurice, ja. Captain, nee. Nur, nee. Jonas. Wollen wir ihn Eres nennen? Gott, nee, komm wir nicht mit so einem Blödsinn. Ja, aber die Tobias, altdeutschen Namen sind echt Leo. nicht meine. Denk dran, er könnte ein Ellen werden. Tobias.
Dann nenne ich wenigstens Tobi. Mach Ais weg. Tobi finde ich gut. Gut. Bitte lass mal eins sein, bitte lass mal eins sein. Oh, es ist eins. Und es ist sehr blass. Es ist ein... Ist es ein Magier oder ein Alien? Keine Ahnung. Oh. Oh. Es ist ein Alien. Oh Gott, diese Stimme. Ein Alien. Und das hat schon die Augen auf. Während der Geburt. Ah, ich bin wieder schlank, endlich. So. So fit nach der Geburt, das wünschen sich viele Frauen. Hier lassen. Das hat eine furchtbare Stimme, da können sie doch bestimmt noch was machen, oder? So, und was ist jetzt? Mach Knubbel du mal. Sie doch mal. Warum? Hallo, sie hat gerade ein Kind gekriegt. Da presse ich ja noch mehr raus aus ihr. Über Aliens Trott. Ja, ja. Schatz, wie findest denn du das jetzt? Haben wir noch einen Alien zu Hause? Ich wollte einen Magier. Aber wir wussten es vorher, die Chance, einen Alien zu kriegen, ist sehr hoch. Sogar höher als ein Magier. Und unsere Meerjungfrau Genie, die gibt denen jetzt die Muttermilch. Psst. So. Schau mal, wer da wach ist im Haus. Wer da rumkrabbelt. Kriegt immer noch Panik. Oh, ist ja niedlich. So, und damit wir unser Zweitgeborenes, beziehungsweise eigentlich Erstgeborenes, nicht vergessen, wird es mitten in den Raum gestellt. Alkohol ist jetzt erstmal tabu. Dafür kommt das Baby hierher. Wieso, er kann doch was trinken. Rein theoretisch, ja. Aber rein praktisch, es ist nicht gut, das Kind zu vergessen. Und es ist ganz weiß. Also sieht dem Vater nicht ganz so ähnlich, ne? Der Vater ist blau und das Kind ist weiß geworden. Ja, irgendwie nicht. Wollen wir noch ein ganz bisschen mit den Kindern spielen? Ich spiele mit dem Kleinen und fütter es und du mit dem Großen? Was mache ich denn gerade? Ja, ich mache genau das. Falsche Tastenkombination. Gut, hier. So. Hier, da. Da. Nein, der Vater soll mal mit dem Kleinen spielen. Ne, hier, er jetzt mit ihr. Der Vater soll mal mit dem Kleinen spielen. Der Teddy kann ja mal Pause haben. Wir können doch mal mit den neuen... Weißt du, was ich meine? Was ist das? Was ist das? Jetzt sagt er zum Kind. Mami, was ist denn das? Kannst du mir das mal erklären? Du spielst gerade die Kleine, das weißt du aber, ja? Oh. Ich hab doch hier drauf gedrückt. Was ist denn das? Das ist so komisch wie so ein weißes irgendwas. So. Anguren. Liebkosen. Also ich bin jetzt schon dafür, dass sich die Eltern um das Baby kümmern und das vor allen Dingen auch stillen. Wozu haben die denn so einen Babysitter? Der denkt dann aber nachher, er ist der Papa und will auch ein Bär werden. Ja und? Also. Das weint die ganze Zeit. Das hat toll gemacht. Geht nicht. Aber kann man hier hingehen. Sag mal, Papa, sprichst du mal mit deiner Tochter hier? Liebevoll im Armen. Die rennt dir schon hinterher. Mach mal kurz Pause, bevor der Tag zu Ende ist. Gib ihm mal ein paar Aktionen und dann gib auch der Mutter ein paar Aktionen. Da können wir mal parallel beobachten. Lass ihn mal erstmal mit der großen Tochter spielen und sie soll sich dann um die Kleine kümmern. Dann haben wir das parallel, weißt du? Gut. Sprechen oder? Lustig. Gesichter schneiden, ja, okay. Und spielen. Sprechen beibringen, das bräuchte ich aber auch. So. Kinderbetreuung? Essen geben ist wichtig. Ja, Essen geben. Was möchtest du noch mit der Kleinen machen? Erziehung? Gemein sein? Aha, Erziehung? Beibringen, Entschuldigung zusammen. Beibringen, Bitte und Danke zusammen. Das ist doch schön. Und jetzt lass die Mutter noch irgendwas mit dem Kleinen machen. Wenn der mal fertig wird mit dem hier. Ja, dann musst du kurz warten, bis der Teddy was anderes macht. Oh Gott. Der hat gerade richtig seinen du Spaß. Du hörst jetzt hier auf. Leg das Kind mal zurück, dann ist nicht deins. Ist ja süß, dass er sich da so drum bemüht, ne? Oh, das sieht so schlimm aus. Oh, Mutter. Schick dir mal erstmal den Bären da weg.
Liebkosen, was kann er noch machen? Füttern, an die Brust nehmen bitte. So, an, keine Ahnung. Er ist so süß. So, hüpfen, Grimassen Noch schneiden. mal mehr Auswahl. Nee, Grimassen schneiden nicht, das mögen die Babys absolut nicht. Die verstehen das nicht. Gut. Jetzt schick mal den Teddy weg. So, Windeln wechseln. Der geht dann Oh, der automatisch weg, Kleine war wenn sie kommt. laut. Wo bist du denn? Hörst du mal damit Sie auf hier? kommt nicht hin, weil der fette Bär da steht. Oh, Mensch. Warte ich mal. So. Immer auf Pause. Guck mal, sie hat jetzt gar keine Aktion mehr drin. Das Kind schreit. Wir können blöderweise bei einem Kind nicht nachgucken, bei dem Kleinen. Ja. Also machst du das jetzt nochmal schnell. Ich mach Hab doch das schon einmal gleiche wie Windelwechseln du. gemacht. Tja, sie haben alles rausgenommen. Nee, Windelwechseln noch nicht. Das war Aber noch. würde ich zum Schluss machen. Ach ja, hüpfen. Älter werden? Das soll Kindler älter werden? Natürlich zeigst du das stolzvoll. Jetzt gucken wir mal, was alle hier so machen. Genau. Oh, ich stink. Ja, die stinken immer. So, guck mal. Baby stinken immer, habt ihr das Hydration. gehört? Oh, er darf nicht so lange auf dem Trockenen bleiben, also lassen wir ihn mal schwimmen. Okay. Das wusste ich nicht. Danach kann er sich mal schlafen legen. Er hat sich das auch verdient. Was ich nicht wusste, er ist ja eine Meerjungfrau, er muss ab und zu draußen im Wasser sein. So, geh mal ein bisschen dichter ran. Und dann kannst du mal seine Ansatzbrüste auch sehen. Ja, der sollte ja richtig dick sein. Ich meine, er passt ja ins Bärenkostüm. Jetzt schauen wir noch ein bisschen, wie sie spielen. Das Kostüm von dem Kleinen ist furchtbar. Macht drei Kreuze, guck mal. Na, dreh Da doch kann mal man nicht um. innen Man drin sieht doch sein. nicht. So? Nee, andersrum. Ach, du meinst Ach so so. rum. Ach, er füttert jetzt. Oh, er ist unglücklich. Warum das denn? Grauenhafter Feiertag, okay. Weiß ich nicht. Ich hätte irgendwas verpasst. Oh, sie muss bald zur Komm, Arbeit. bring mal den Teller da weg. Ah, der ist schon weg. Geht doch jetzt nicht zur Arbeit. Kriegt sie nicht Elternzeit oder so? Urlaub Nein, nehmen? nein, 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 nicht Urlaub so. fahren? Nein. Ihres Urlaubstag nehmen. Elternzeit, hier. Da kriegt sie, glaube ich, 3, 4 Tage Elternzeit. Oh, wir haben schon wieder komische Besucher. Ja, jetzt sollte ich mal Salzwasser raussuchen. Ah, ja. Er hat ab und zu mal einen Freund. Er kann sich ja mal vorstellen, einfach so. Naja, Hat die Kleine schon gegessen? Ja. nicht, dass er, Oh, guck mal hier. nicht, dass er ihn dann heiratet und sich von ihr scheiden lässt. Meinst du? Wäre auch ein Weiß ich schlechter nicht. Tausch. Wieder rausstolziert. Danke für das Wasser und jetzt bin ich weg. So, Oh. alle beide am Kind da auf dem Schoß, Arm. Ey! Warte doch mal, das war voll süß. Hochheben. Wie hat denn der andere Ja. mit dem Kind so gespielt? Ich weiß es nicht. Und du schaukelst auch das Baby nochmal. Schaukeln, genau. Man kann hier irgendwie. Genau. Oh. Wir können doch hier irgendwo einen Screenshot machen. Nana hat jetzt einen Tag Elternzeit. Einen Tag Elternzeit. Ist ja nett von denen. Die hat ganz Mensch. gute Arbeitgeber. Der richtig liebevoll. Aber das Kostüm von dem Baby ist wirklich ein bisschen böse. Oder? Naja, es ist ein Alien.
Das hat fast das gleiche an wie die Großen. Ja. Und ob wir die Kinder großziehen, ob wir sie vorzeitig altern lassen, weil es uns zu viel wird, und ob wir jemals in die Magiewelt kommen werden, das erfahrt ihr in zukünftigen Folgen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.